Mein Name ist Elke Brodbeck. Ich bin Compliance-Beraterin bei der DHCRG und möchte mit Ihnen heute über Datenintegritätsassessment von IT-Systemen sprechen. Wenn Sie an Datenintegritätsassessments denken, kommen Ihnen vielleicht einige Fragen in den Sinn. Wozu und warum sollte ich ein Datenintegritätsassessment durchführen? Wann ist der beste Zeitpunkt dafür? Wie führe ich so ein Assessment durch und was schaue ich mir dabei an? Wer sollte in das Assessment involviert sein und womit, also mit welchen Hilfsmitteln führe ich das Assessment am besten durch? Ich möchte mit Ihnen diese Fragen kurz durchgehen und Ihnen einige Antwortmöglichkeiten skizzieren. Die Antwort auf die Frage, wozu führe ich ein datenintegriertes Assessment durch, ist aus meiner Sicht relativ klar. Das Thema Datenintegrität steht momentan stark im Fokus der Behörden, was sich auch an der Anzahl der FDA-Warnbriefe, die sich mit dem Thema Datenintegrität beschäftigen, ablesen lässt. Die Zahl ist deutlich steigend, während die Zahl der FDA-Warnbriefe insgesamt mehr oder weniger konstant bleibt. Das heißt, momentan macht es Sinn, ein Datenintegritätsassessment durchzuführen, um sich auf behördliche Audits vorzubereiten und diese dann auch zu bestehen. Warum sollte ich ein Datenintegritätsassessment durchführen, beziehungsweise was ist die Basis der regulatorischen Anforderung? Datenintegrität ist eigentlich nur ein neuer Begriff für gute Dokumentationspraxis und findet sich in der EU-GMP-Richtlinie sowie in den Code of Federal Regulations. Aber in den letzten 3 Jahren wurden auch diverse Datenintegritätsrichtlinien von eigentlich allen namhaften Behörden und Instituten publiziert. Zuletzt von der FDA im Dezember 2018. Das ist die Publikation Data Integrity and Compliance with CGMP in der finalen Version. Das heißt, die Behörden haben sich eingehend mit dem Thema auseinandergesetzt und die groben Anforderungen aus den übergeordneten Richtlinien stark präzisiert. Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Wann sollte ich ein Datenintegritätsassessment durchführen, beziehungsweise ist das Thema aktuell? Wie wir gesehen haben, ja, das Thema ist brandaktuell. Auch eine Publikation auf der Webseite der FDA im Dezember 2018 weist darauf hin. Hier wird publiziert, dass man sich auch weiter auf Datenintegrität fokussieren will, um diese zu verbessern. Das heißt, wann führe ich ein Assessment durch? Nach Veröffentlichung neuer Richtlinien und vorgängig zu behördlichen Audits. Also eigentlich jetzt, vor allen Dingen dann, wenn bei Ihnen ein Audit ansteht. Wie führe ich so ein Datenentitätsassessment durch und was schaue ich mir dabei an? Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können entweder prozessorientiert vorgehen, also horizontal, sich die Geschäftsprozesse von Anfang bis Ende anschauen, durchspielen und schauen, wo habe ich Datenintegritätsmängel. Oder Sie gehen systemzentriert vor, also vertikal. Dabei werden Sie die Geschäftsprozesse zum Teil schneiden. Wir empfehlen in den meisten Fällen die zweite Variante, da die Dokumentation, die man sich dafür anschaut, meist systembasiert aufgebaut ist und auch die Fachexperten meist auf ein IT-System spezialisiert sind. Das heißt primär systemzentriert, aber um den Blick fürs große Ganze nicht zu verlieren, sollten Sie auch systemübergreifend die Datenintegrität betrachten und bewerten, um auch vor allen Dingen an den Schnittstellen zwischen IT-Systemen Datenintegritätsmängel aufzudecken. Das heißt, ein gewisser Anteil von der horizontalen Vorgehensweise sollte auch immer in einem Datenintegritätsassessment berücksichtigt werden. Was schaue ich mir an? Ich schaue mir vor allen Dingen kritische Systemkomponenten und Funktionen an, diese im Detail, aber auch das System als Ganzes, vor allen Dingen für Themen wie Sicherung, Wiederherstellung, Notfallwiederherstellungskonzept, Benutzerverwaltung etc. Das spiegelt sich auch in der Antwort auf die Frage, wer sollte in das Assessment involviert sein, wieder. Ich brauche einmal Leute aus der IT, aber auch Personen aus den relevanten Fachbereichen, inklusive des Prozesseigners. Denn die IT sollte sich
die Datenidentität auf Systemebene anschauen, wie schon gesagt, bei Themen wie Sicherung, Wiederherstellung, System Audit Review, Passwortrichtlinien etc., also mehr so die technische Sichtweise. Während der Fachbereich sich mit der Datenidentität auf Funktionsebene beschäftigen sollte, hier wäre zum Beispiel ein wichtiges Thema, hat das System ein Daten Audit Trail Review für GxP-kritische Daten. Die Funktion, die ich mir anschaue im Detail, wähle ich risikobasiert aus. Das heißt, wenn ich eine Funktion habe, mit der ich GxP-kritische Materialien freigebe oder eine Funktion, die einen Einfluss auf die Produktqualität hat, dann sollte ich mir diese im Assessment anschauen. Hier gilt aber auch wieder, nicht den Blick fürs große Ganze zu verlieren. Der Prozesseigner kann hierbei am besten involviert werden, indem man nicht nur die Funktion separat anschaut, sondern halt auch übergreifend und dabei vor allen Dingen das Thema Trennung von Aufgaben beleuchtet. Womit führe ich das Datenidentitäts Assessment durch? Welches Hilfsmittel kann ich verwenden? Wir empfehlen Fragebögen. Hier sehen Sie ein Beispiel. Wir empfehlen für jede Anforderung, die Sie an ein System stellen, eine entsprechende Frage zu formulieren. Beispiel wäre hier der Audit Trail. Die Frage Nummer 2.2. Enthält der Audit Trail den alten und neuen Wert, Datum, Zeit, Nutzer und Grund der Änderung? Derjenige, der das Datenidentitäts Assessment ausführt, kann dann diese Frage bewerten mit Ja, Nein oder nicht zutreffend. Antwortet er mit Nein, sollte er die Kritikalität einstufen in Hoch, Mittel, Niedrig oder keine Kritikalität. Und im Kommentarfeld sollte diese Kritikalität dann begründet werden und allenfalls schon Korrekturmaßnahmen vorgeschlagen werden. Damit bin ich eigentlich auch schon am Ende meiner kurzen Präsentation. Zusammenfassend kann man sagen, ein Datenidentitätsassessment sollte zur Vorbereitung und zum Bestehen von behördlichen Audits durchgeführt werden. Da das Thema momentan stark im Fokus der Behörden steht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Ich sollte primär systemzentriert vorgehen, die kritischen Komponenten im Detail anschauen, aber auch das System als Ganzes. Ich brauche sowohl Leute aus der IT als auch aus den relevanten Fachbereichen und eine gute Idee ist immer, einen Fragebogen zu verwenden. Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite, zum Beispiel unserem Whitepaper zum Thema Datenintegrität oder aber in einem unserer detaillierten Webinare. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.